Rotwein. Gasometer. Beides. PKW. Schulden müssen manchmal sein beim Hausbau. Kohle ohne Ende, nee, dann verliert man den Überblick. In Maßen. Meine Familie, meine Freunde und was zu lesen. Wenn Sachargumente nicht mehr ziehen, weil Meinungen schon vorgefertigt sind. Weil ich sehr viel in der Jugendarbeit gemacht habe, ehrenamtlich und auch beruflich dort tätig bin. Ich bin Sozialarbeiterin, arbeite im Jugendamt der Stadt Duisburg und durch meine Ehrenämter eben halt auch sehr viel schon gesellschaftspolitisch gearbeitet habe. Und das hat dann ausgereicht. Nein, es gibt keinen besonderen Moment. Es gibt so eine ganze, also mein Leben ist danach ausgerichtet gewesen, nicht Politiker zu werden, aber mich politisch zu betätigen. Nicht nur in Parteien, man kann sich auch in Verbänden politisch betätigen. Ich habe eine Tochter, die ist auch schon erwachsen. Und arbeite eben halt im Jugendamt, wo ich mit Jugendlichen zu tun habe, aber auch mit Familien und jüngeren Kindern tagtäglich. Ich sehe gute Ansätze im Bereich der offenen Jugendarbeit, die in Altoberhausen mittlerweile ein Konzept hat und wo es begonnen wird, es umzusetzen. Sorgen macht mir die offene Jugendarbeit in Osterfeld und in Sterkrade. Obwohl es in Sterkrade schon offene Jugendarbeit gibt und dort auch gut gearbeitet wird, ist dort ein Problem mit dem Raumbedarf. Und ich finde, da müssen wir alle gemeinsam an einem Strick ziehen und gemeinsam gucken, dass dort offene Jugendarbeit nicht am Raumkonzept scheitert. Ich glaube viele, nicht nur als Jugendparlament und im Jugendhilfeausschuss. Ich glaube, dass es in allen Ausschüssen Möglichkeiten gibt, sich zu beteiligen. Ob es um Spielplätze geht, ob es um Straßenbau geht oder um Schule und Bildung geht. Und ich glaube, dass Jugendliche darüber hinaus auch in Vereinen und Verbänden die Möglichkeit haben, ob es der BDKJ ist oder eine politische Jugendorganisation, auch da politisch tätig zu werden, ihre Ideen zu entwickeln und über ihre Vereine und Verbände die auch weiterzubringen in unserer Stadt. Nach 60 Jahren Schuldenaufhäufung kann ich mir das für mein Leben nicht mehr vorstellen.